Herzlich willkommen beim dritten Teil der Führung durch die Burg Neuhaus. Heimathistoriker Ulrich Dallmann erklärt in diesem Teil die Wappen, die sich rechts hinter dem Eingangstor befinden, und einen der Wehrtürme. Wir gehen jetzt rein und dann gehen wir in den Turm runter. Ah, ja. Dann erzähle ich Ihnen noch was, dann kommen wir wieder hoch und dann können wir kurz in den großen Keller rein. Ja. Das ist jetzt für die Idersheimer und für die Margitheimer. Sehen wir das Margitheim? Bitte? Ist jemand? Nein? Nein, das ist das Wappenwalter von Kronberg. Kronberg war zur Zeit des Bauernkrieges war der Deutschmeister unten und er hat, zumindest von den Idersheimer weiß ich, er hat denen versprochen, wenn ihr euch ruhig verhaltet, dann soll es euer Schaden nicht sein. Und er hat das Versprechen eingehalten. Er hat ihnen dann relativ früh, ich glaube 1537, hat er ihnen ein Gerichtssiegel, hat er ihnen erlaubt zu führen und hat ihnen die Leibeigenschaft erlassen. Das war für damalige Zeit relativ recht früh. Denn wer das weiß, was mit Leibeigenschaft verbunden war, der weiß, was das für die Igersheimer da von Vorteil war. Dies Walter von Kronberg, wenn Sie im Mergentheim in der Marienkirche sind, Sie kennen die Marienkirche, da gehen Sie mal rein und gehen ganz vor in den Chor. Und linker Hand ist ein riesengroßes gusseisernes so Relief und das zeigt diesen Walter von Kronberg. So soll die Anlage mal ausgesehen haben. Hoppla. Und wenn Sie etwas drauf verweilen mit Ihren Augen, dann können Sie sich auch orientieren. Wir befinden uns ja hier. Ja. Dort ist der Turm, in den wir jetzt dann reingehen, ist der Halbturm. Dann haben wir hier die Scheune, das wäre dieser Teil. Und dann, da sehen Sie auch diesen Turm, der da noch steht, wo da vorne die Baustelle ist. Und dann sehen wir hier oben den Bergfried. Wir sehen allerdings ohne Dach und er ist etwas niedriger. Und alles andere, die Gebäude oben, die haben wir nicht mehr. Also so soll sie ausgesehen haben um 1780. Jetzt muss man aber fairerweise auch dazu sagen, folgende Tatsache. 1789, 9 Jahre später, nachdem das gewesen sein soll, zieht der Amtmann, der hat ja hier oben residiert in dem Schloss, zieht der nach Igersheim runter und der begründet sein Vorgehen damit, ich kann hier oben nicht leben, weil hier oben alles ruinös ist und weil ich kein Wasser habe oder wenig Wasser. Das Letztere, das stimmt, hier oben war immer Wasserknappheit, aber nach Ruine sieht es, oder müsste also in 9 Jahren müsste viel passiert sein. Und wenn man dann auch jetzt anschaut, wer das dann gezeichnet hat, Schönhut, dann ist es nicht ums Jahr 1780 gezeichnet worden, sondern sehr, sehr viel später. Und der Name Schönhut ist in Mergentheim bzw. Wachbach. Da komme ich her. Sie kommen wach, also ist der Name Schönhut? Schönhut, Ottmar Schönhutstraße wohnen wir. Ja, also. Also Schönhut war ein Pfarrer. Ja. Und der war Pfarrer zu einer Zeit, wo man sehr romantisiert hat. Mhm. Und ich schätze, dass der auf seine Spaziergänge auch hier oben war und hat gesagt, Mensch, das könnte so gewesen sein. Aber auf jeden Fall. Vielleicht war es auch nicht in dem Zustand, wie das gesehen hat. Genau. Vielleicht hat er die Dächer wieder drauf gemacht, obwohl sie nicht da war. Ja, wie wird es denn heute? Schauen Sie sich mal das an.
ja, das also da sehen Sie von dem oberen Schloss schon gar nichts mehr. Ja, ja. Ja, der war auch Dichter. Und da kann sowas schon sein, gell? Es ist halt, nein, man muss es einfach fairerweise ja, einfach so verkaufen. Aber was man hier sieht, ist hier noch das schöne Eingangsportal. Da sehen Sie das auch noch, das war. Nein. Und da sehen Sie jetzt zum Beispiel auch hier die Kanonenluke. Ja. Einfach eine andere Höhe jetzt. Aber eine ganz andere Höhe. Ja. Und ich sehe auch diese hier macht jetzt wieder so. Gut, inwieweit da auch jetzt Künstlerfantasie gespielt hat, weiß ich nicht. Aber es dürfte wahrscheinlich wohl eher... Pläne gibt es da keine mehr. Ich zeige Ihnen oben einen Grundriss vom Ofen, das gibt es. Ja. Aber Sie sehen zum Beispiel auch, wenn Sie es vergleichen... Weil die haben ja eigentlich auch immer Pläne gemacht, wenn sie gebaut haben und dass die dann irgendeiner Seite gelegt hat wieder, oder? Die haben auch nicht ohne Pläne gebaut, oder? Vergleichen Sie mal den Turm und vergleichen Sie den Turm. Ja. Wie lange ist das Neigung? Der eine ist rund und der andere ist eckig gezeigt. Also, und das stammt mit Sicherheit nach dem Abbruch der Ruine, sonst wäre die ja gezeichnet worden. Mhm. Und ist wahrscheinlich sogar in der ähnlichen Zeit, wenn der Herr Schönhut gelebt hat. Ich habe Zeichnungen mit dem 19. Denn sein Grab ist noch in Wachbach auf dem Friedhof. Ja. Aber ich kann jetzt nicht mehr genau sagen. Also mit dem 19. Jahrhundert. Und ich habe auch noch andere Zeichnungen von einem Herrn Breitenbach. Und da ist das also eine totale Ruine hier oben. Aber... Könnte ja so ausgesehen haben. Und der war vorher ein Edelfinger Pfarrer. Ja, der hat schon vor 1850 gelebt. Ja. Ja. Ah ja, gut, sei es, wenn der Amtmann 1789 runtergeht und dann war, ich weiß, wann das abgebrochen wurde, ja, dann passt das schon in die 1800er, 1810er Zeit, müsste das dann. So, aber wir gehen jetzt hinunter. Jetzt kann auch die Kleine traut sich noch nicht, Licht zu tragen, ja? Oder? Das, du musst ich ziehe hoch und die Fackel. Also. Sag schon die Fackel. Ich helfe dir dabei. Komm, jetzt zwei machen das. Wir zwei machen das nicht hoch und die Fackel. Also, hier ist das Untergeschoss des Turmes. Und dazu brauchen wir Licht. Elektrisches gibt es keins. Einfallträger haben wir schon. Machen wir das? Macht ihr das? Natürlich machen wir das. Da bin ich dabei, wie machen wir das, gell? Also, passt auch nochmal für Folgendes. Erste Stufe ist hoch, bitte aufpassen. Ja. Und dann können wir ganz normal runterlaufen. Und unten, wo das Podest ist, bleibst du bitte die Fackel in Stufenrichtung. Du kennst die aus, warst du schon mal dabei. Ja, genau. Und die anderen schickst alle rein. Okay. So, die können jetzt mit runter. Die erste Stufe ist ein bisschen erhöht, weil die ist zu betoniert, als Wasser nicht runterläuft. Die anderen sind ganz normal. Sie können blind runterlaufen. Ich habe das schon oft probiert. Links und rechts abstützen. Ja. Ein kleiner Tipp, bevor Sie runtergehen, schließen Sie kurz die Augen. Dann haben Sie nachher, und Sie werden erstaunt sein, wenn Sie sie wieder öffnen, wie gut Sie eigentlich sind. Das kann man im Internet angucken, dann gehen wir zu einer Seite, dass du was sehen kannst. Sehr gut. Machst du prima. Also nicht wesentlich. Was hier auffällt, ist natürlich diese wunderschöne Säule. Sie haben sie auch im ersten Stock gesehen und Sie sehen noch einmal einen Teil, dann im, wenn wir nachher hochgehen, im zweiten Stock. Durchgehend ist sie nicht, aber wahrscheinlich schon aus einem Stamm, aber sie ist nicht durchgehend gearbeitet. Aber es sieht altes, alte Handwerkskunst. Wenn die Leute hier runterkommen, meinen sie, das ist auch oben auch angesprochen, sie kommen hier ins Verlies. Auf dem Neuhaus gab es ein Verlies, aber dieser Ort war es mit Sicherheit nicht. Da spiele die einfache Fakten dagegen. Die erste Fakt ist der komfortable Zugang zu diesem Verlies.
Das gab es auf einer Burg nicht. Burgverlies war in der Regel abgeschlossen, Decke oben, viereckiges Loch, vergittert, das sogenannte Angstloch. Und das ist alles über ein Seil hat sich da abgespielt. Das zweite ist die Lage an der Anlage. Man macht in der Regel kein Verlies im Eingangsbereich. Da erwartet man ja öfters mal Besuch und wenn so Gefangene mal gefoltert werden und so weiter, dann macht es keinen guten Eindruck. Ja, also hier auf dem Neuhaus, wie gesagt, es gab ein Verlies. Ich kann Ihnen das aber nicht zeigen, wo in den unterirdischen Gewölben das war, denn dies befand sich mit Sicherheit im oberen Teil der Hauptburg. Aber das ist alles platt und ist zugeschüttet. Und hier oben sind auch ganz schlimme Dinge passiert in diesem Verlies. Und zwar im Dreißigjährigen Krieg, in der Zeit von 1618 begann der ja, aber 10 Jahre später, 1628 bis 1631, sind hier oben, innerhalb dieser 3 Jahre, sind hier 115 Personen zu Tode gekommen, und zwar der Hexerei beschuldigt. Mhm. Die wurden der Hexerei angeklagt, beschuldigt und sind auch hier zu Tode gekommen. Man kennt von allen diesen Personen, kennt man die Namen, man kennt die Lebensdaten. Und es war keiner davon gefeit, hier in der Umgebung nicht als Hexer oder Hexe beschuldigt zu werden. Da war zum Beispiel die Witwe eines Deutschordenskanzlers aus Mergentheim dabei. Es war die Witwe eines Altbürgermeisters aus Ingersheim dabei. Das sind schon zur damaligen Zeit ein bisschen höher gestellte Persönlichkeiten. Also nicht, wie man manchmal vermutet, dass es die Hebamme oder das Kräuterweible war, das da der Hexerei beschuldigt wurde, sondern es waren auch ganz normale Personen. Wer wurde angeklagt? Wer war der Richter da immer? Unter anderem war, zum, wenn Sie sich vorstellen, ein 9-jähriger Bub dabei, der soll Hagelschlag herbeigezaubert haben. Das war also gut. Man kennt die ganzen Protokolle, die Vernehmungsprotokolle. Man weiß von jeder Person, was sie gefragt wurde, wie sie geantwortet hat. Und nur in der Kurzfassung von den meisten steht dann drauf, sie hatte so und so viele Komplizen und hat noch so und so viel oder ist von so und so viel denunziert worden als Hexe. Also das kann man. Und dann war Folgendes, dann durften dann die Hexen, bevor sie dann zu Tode kamen, durften sie dann ihr Vermögen dem Deutschen Orden gnädigerweise überlassen. Aber jetzt zu sagen, der Deutsche Orden hat das alles nur gemacht, um hier an Geld zu kommen, das stimmt auch nicht. Denn von diesen teilweise dieser Personen waren sehr vermögend, aber andere haben nichts hinterlassen. Also wegen Geld kann es alleine nicht gewesen sein. Aber sei es drum, es war hier oben, war eine schreckliche Zeit. Jetzt wollte sie das wissen. Ja, wer der Richter war, muss ja irgendeinen Grund gehabt als Hexen. Man kann ja nicht, und man konnte man da jeden anklagen und sagen, oh, die ist ja auch so komische Tante da drüben. Ja, so ungefähr. Irgendwie so ein Nachbar oder irgendetwas. Ja, und dann gehen sie zum Inquisitor und klagen den an, sagen die Frau so und so, die ist so geheuer. Dann wird er mal untersucht. Und was glauben Sie, wie schnell man da ein Geständnis bekommt, wenn man gefoltert wird? Ja. Und Rothaarige waren da ganz. Hat gefehlt. Alle Hexen. Hebamme und gerade so kundige, und sagen wir mal in Anführungszeichen, sogenannte weiße Frauen, Kräuterfrauen. Kräuterfrauen. Das war also, die waren da schon praktisch vorherbestimmt, dass man denen was antut.